Okay. Letztes Mal gab es Probleme mit dem Aufnehmen, mit dem Stream. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach ausgemacht. Und ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach weiter. Acht. Wir machen einfach weiter. Wie gesagt, sind irgendwelche Probleme, einfach Bescheid sagen. Einfach Bescheid sagen. Oh, Nase juckt. Ah. Ja, also ich versuche das Spiel heute auf 100% zu bringen. Unbestätigten Berichten zufolge Und dann wurde schauen wir mal etwas weiter. gehört und am Himmel in der Nähe ein seltsames Flugobjekt gesichtet. Seltsames Flugobjekt Alfred gesichtet. Pennyworth sagte, es sei nur brennendes Laub gewesen. Aber alle Besucher von Ich glaube, der Bot ist ein bisschen zu übereifrig heute, ne? Oh. Ja, eigentlich wäre hier noch dieses Fliegen gewesen, ne? Aber das ist weg. Ich glaube, genau, weil hier hatten wir Tonprobleme, deswegen hat sich das, glaube ich, ein bisschen blöd bemerkbar gemacht. Oh ja. Übrigens habe ich was vergessen. Und zwar die Extras. Kumpel gerade angehalten. Nein, nein. Achso. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. So, du wirst mal ganz kurz zu dem Cyclops. So. So. Los geht's. Ja. Alles klar. Ja, also ich sag mal so, aktuelle, ich kann ja mal ganz kurz hier erläutern generell, wie es gerade überhaupt aussieht mit den ganzen, hallo? Ah. Mit den ganzen, Stream und Let's Playen und was weiß ich alles. Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, also wir streamen ja aktuell hier. Oh, den muss ich nacheinander kaputt machen. Okay. Moment, wie kriege ich die Kiste da kaputt? Okay. Ach so, hier unten, ich sehe schon. Jetzt bin ich wieder raus. Toll, jetzt bin ich wieder raus. genau. Pläne sind hauptsächlich die Tage mit von Fusion zu spielen. Das ist einer der größten Pläne. Metroid Fusion zu spielen und genau Lego halt, hier Lego Indiana Jones und sowas gibt es noch auf jeden Fall die Tage. Ich kann hier irgendwie nichts machen. Das will auch manchmal, will manchmal nicht, ne? Ich weiß nicht, worüber ich gerade reden wollte. Ich bin gerade total durcheinander und der Kumpel von mir, der geht mir gerade auch echt auf den Sack. Ach so, ich habe das schon gemacht. Hallo? Hä? Was? Okay. Muss ich das verstehen? Ich habe keine Ahnung. Genau, auf YouTube möchte ich sehr, sehr gerne wieder Animal Crossing ein bisschen aufleben lassen und ja, mal sehen, ne? So, genau, das muss ich holen. Und genau, das erscheint jetzt immer um 14 Uhr. Und um 16 Uhr
kommen dann First-Party-Titel. Darunter zählt zum Beispiel sowas wie... Warte mal, kann er nicht auch Laser machen? Oh, Tatsache. Was kommt denn da aktuell? Skyward Sword lief ja und da kommt als nächstes halt Metroid Fusion. Und die Sache ist halt, wenn Metroid Dread kommt, würde ich das halt gerne direkt hochladen. Und dann werden die Projekte, die um 14 Uhr sind, automatisch, die um 16 Uhr sind, immer automatisch dann um 14 Uhr auch geschaltet. Verständlich? Ich glaube nicht. Aber es wird schon passen. Der hat, glaube ich, keinen Panik vor Kryptonit. Warum auch? So. Hallo? Ich hänge hier fest. Braucht er keine Logik? Nein, irgendwie nicht. Der hängt hier schon wieder fest. Hallo? Was soll das? Hä? Ich... Moment. Ah, jetzt darf ich. Okay. War da wohl so eine kleine Problematik. An Logik lebt es sich manchmal leichter. Oh ja. Aber nur manchmal. Oh. Hier ist so eine Lex Luthor-Kiste. Ausziehen. Oh. Soll ich einmal den Green Lantern für? Der rastet gerade komplett aus. Wo ist denn der Green Lantern? Der ist doch hier. Ach, da. Da war eine Alpha-Wand durch das Kryptonit. Ja, aber eigentlich ist ja nur für Superman das entscheiden. Hä, was. Hä, warum vibriert das denn die ganze Zeit? Boah, das ist... Aua, das tut langsam weh. So, jetzt aber. Ausziehen. Sagen die immer. Ich sag das nicht, weil, ne? Ich sag das, weil die das immer sagen. Ihr werdet es noch hören. Wer es mir nicht glaubt. Ein Geheimraum. Geh weg. Ui. So. Was ist das denn? Das ist hässlich. Oh. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Ist das wieder so eine Kacke mit irgendwas drücken und dann passiert was? Nö. Ich check grad nicht, was das soll. Ich check grad so einiges nicht. Ja klar sagen die das. Ja. Glaubst du mir etwa nicht? Zweifelst du an meinen Worten? Herr Luigi? So. Was brauche ich denn hier noch? Oh, der Typ ist noch in Gefahr. Los, fliegt da raus. So.
Da brauche ich noch eine Joker-Kiste. Habe ich eine Joker-Kiste? Konnte man das hier nicht irgendwie blockieren oder so, dass da keine Gegner kommen? Das sage ich doch. Oh. So, jetzt aber. Mal schauen, wir von den Gegnern hier Ruhe. Ja, das tue ich. Okay. Okay. Und kaputt. Einer. Ja, das ist jetzt nix. Moment, das war's. Aber da sehe ich zwei. Ah, da brauche ich den Robin. Da brauche ich nochmal den Robin. Okay. Der Gefahrenanzug. Eigentlich gibt es nicht irgendwie so einen Anzug, wo man das auch wegmachen kann? Ich weiß es gerade gar nicht. So, zieh. Das ist der beste Robin. Einfach nur, weil er so einen coolen Stock hat. Oh! Achso, ich muss die kaputt machen. Voll langweilig. Können wir noch was machen? Ich finde die Musik gerade echt ulkig. Na, ist mir egal. Ist mir jetzt egal. So, wie viele fehlen uns noch? Zwei? Einer. Einer und der Typ in Gefahr fehlt uns noch. So, dann schauen wir hier mal. Ja. Dann bau du. So, das ist das lustige Fahrzeug. Hey, 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 hey. Der kann auch mal treffen. Der kann auch immer noch treffen. Ach komm, ich mach das mit dem Pinguin. Damit ist es lustiger. Wo haben wir ihn denn? Der Pinguin-Mann. Da. Hallo? Ah. So. Ein Pinguin für den Pinguin. Tara. Tara. So, jetzt noch jemand starken. Nehmen wir Wonder Woman. Auf jeden Fall, wir es können. Und da. Zieh! Und tot. Aha. Dann ist das Persönchen in Gefahr. Mr. Freeze. Also ich hätte auch mit dem einfach drüber fliegen können, aber... Ach komm. Aha.
Okay. Geh kaputt. Hallo? Aha. Ach, da oben. Das ist blau. Was muss ich denn da machen? Ach, Magnet, ne? Ah. Bitteschön, mein Freund. Oder Freundin, wohl eher. So. Ja, speichern, Level beenden. Schön. Hätten wir. Alles noch synchron? Und wir haben... Boah, wie viele Frames haben wir denn ausgelassen? 1300? Was war denn da los? Sieht aber nicht gut aus. Dann gucke ich mal ganz kurz nach dem Internet. So, kriegen wir? Ja. Schick, schick. Aber das Internet will nicht. Ah, jetzt. So. Wir nähern uns zum Ende. So. Ja, vielleicht zockt hier auch wieder jemand. So. Nächste Mission. Welche haben wir jetzt gemacht? War das 8? Ja, dann Nummer 9. Was sind noch so viele? So. Ja, ich habe den Grund gefunden, warum das Internet nicht schön ist. Die Frustration über das andauernde Chaos. Die Nachbarn wieder. Berüchtigte Bösewichter wie The Riddler, der Pinguin und der Joker sind weiter auf freiem Fuß. Wobei die Polizei von Gotham... Alles super mit dem Ton und Bild. Das ist super. Dankeschön. Oh nein. Ach, das ist... Das war so nervig. Oh. Okay, das macht die Angelegenheit, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber naja. Ey. So, okay, da brauchen wir den Gefahrenanzug. Oder so, ich weiß gar nicht. Ah ja, stimmt, Aquaman kann ja auch. Ganz vergessen. Aquaman. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man da so einen Zaun reinmacht und der die ganze Zeit den Zaun eher anvisiert als den Rest. Das klappt nicht, der visiert immer den Zaun an! Hä, wie soll man das machen? Kann ich mich auf den stellen? Hat er eine gute Hitbox? Nein.
Warte mal, kann er... Oh, okay, ich kann die ganze Zeit auch Z machen. Ja, toll. Okay, dahinter. Hallo? Okay. Nochmal klauen die dein Internet? Ja. Nee, die haben das halt auf derselben, also, die klauen es mir nicht. Die haben es nur auf derselben Frequenz, das WLAN. Und ich bin zwar mit LAN hier drin, aber, wenn das trotzdem zu viel ist, dann ist das halt trotzdem zu viel, ne? Und ja. Das ist es halt gerade. Es ist halt gerade, es wird einfach zu viel Internet gerade benötigt, als halt nötig wäre. Und dadurch, dass halt alle immer die, wie heißt das hier, automatisch ihren Funkkanal einstellen, ist das ja klar, dass dann, also ich stelle immer manuell, weil ich weiß, wenn ich den auf automatisch stelle, dann überlappen die sich mit den Nachbarn, aber das machen halt die Nachbarn nicht. Ja. Und willkommen Ezio. Na? Wie geht's? Naja, ist ja jetzt auch egal. Also man würde eigentlich meinen, dass man damit nicht betroffen ist, wenn man eine LAN-Verbindung hat, aber wie man sieht, doch. Und selbst? Ja, auch ganz gut. Glaube ich. Was wäre so schön, wenn ich jetzt schon weiterkomme, ohne den besiegen zu müssen. Ja, toll Spiel. So, jetzt aber. Ausgetrickst. Den Schildkörper kriege ich übermorgen den Woke-Ende-Auslöser. Oh! Wie kommst du denn zu der Ehre? Ist ja krass. Hä? Was soll das denn jetzt? Wir können jeweils einen auf unseren Memos. Oh! Ja, cool. Aber dann gebraucht, ne? Ja, dann gönn dir den auf jeden Fall. Ich guck dann auch irgendwann mal, ob ich den bekomme. Ja, der darf da durch, der andere aber nicht. Ich würde mir halt lieber schon neu kaufen. Das Problem ist halt, ne? Ein sehr guter Zustand zu sein. Ja, was mich halt stört ist, ne? Weil das ist ja vom Blenvalent, glaube ich. Und da ist leider der Rücken sehr schnell gebrochen. Und ich habe leider bei zwei meiner Büchern auch den Rücken gebrochen. Weil ich das vorher nicht wusste. Und bei den neuen Büchern sehen die halt auch aus, als wären die noch nicht gelesen, weil ich habe da echt vorsichtig gearbeitet. Das ist halt nicht passiert. Ach, das hier. Ah. Ah, stimmt. Da muss ich ja hier nochmal mit Batman rüber. Genau.
Dann habe ich da keine Sorgen mehr, dass ich den nicht bekomme. Ja, ist ja auf jeden Fall geil. Dann bin ich auch gespannt, wie du den findest, weil der soll ja echt geil sein. Ja, ich hoffe, glaube ich, erstmal auf eine Neuauflage davon. Ich glaube, das ist meine Hoffnung. Moment. Hä? Ach so, jetzt kann ich das machen. Ah. Oder? Hä? Wieso geht das nicht? Also ich weiß, das muss sich bewegen, aber... Hä? Moment. Ah, toll. Ah, okay. Das kaputt machen müssen. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. So. Ja, wenn heute alles gut läuft, kriege ich das Spiel heute durch. Das wäre auf jeden Fall mega. Deswegen mal schauen, ob das klappt. So war das. Okay. Ja, hier geht's auch nicht rüber. Schon kacke, wenn man gezwungen ist, dann die Sachen zu machen. Aber naja, wir haben ja auch vorhin getrickst. Also, das war ja auch schon eigentlich unfair, aber... Hä? Hallo? Ich drück gar nichts. Okay. Hallo? Ach so! Ich dachte, das... Egal. War einfach dumm. Ah, dann muss man ihre von kaputt machen. Okay. Interessant. Weiter geht's. Ah, da oben ist noch so ein Bildschirm. Okay, jetzt verstehe ich. Na, mein Freund? Nein, nicht den Schall. Jetzt hat er die Überwachungskamera angemacht. So ein Lümmel. So ein Lümmel. Ah, jetzt wird auch gesagt, Black Canary braucht man. Tada. Ja. Oh. Hey, machen wir es nochmal extra kompliziert. Ach, Manbat könnte das auch mit Schall machen, habe ich gerade stand da. Okay. Ein
Mir wird auch nicht gesagt, ob sich jemand anderes unsichtbar machen kann. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ist aber ein bisschen schade. Das muss man schon sagen. Ich habe auch Bock, wieder auf Star Wars weiterzugehen. Nur ich habe keinen Bock. Ich will eigentlich lieber die Comics weiterlesen. Und die sind mir leider aber zu teuer. Gerade. Aber ich guck mal. Vielleicht habe ich ja... Am Donnerstag kann ich mir bestimmt eins leisten. Dann guck ich mal. Ja, das haben wir, glaube ich, alles schon gemacht hier mit den ganzen Fahrzeugen. Auch Bock auf Comics und Romane. Da muss er erstmal hier noch Clone Wars durchziehen. Ne? Das war auch echt doch viel. Hier, ich hatte jetzt, vorhin haben wir ein bisschen Zeug ausgepackt und hier ist ein Film, der heißt Don't Knock Twice, den habe ich schon mal gesehen und da steht einfach mit Kate Sackhoff. Ich dachte so, hä, den Namen kennst du irgendwo her? Und dann steht da Battlestar Galactica. Ich so, Moment, Battlestar Galactica, ist das die aus Mandalorian, also die Bo-Katan spielt? Und ja, ist sie. Ich spiele die einfach mit. Ich hab Bock auf Waffeln. Ich habe so Bock schon seit Tagen auf, wie heißen die Dinger hier? Auf Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen. Die mache ich mir die Tage auf jeden Fall. Bin immer noch erste Staffel, jetzt hat so viel zu tun. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Weil jetzt nichts war. Hat er die Wand kaputt gemacht. Sicher jetzt erst. Haben die uns ausgetrickst? Moment. War bestimmt noch irgendwie so eine Wand, wo man durch konnte. Na egal. Dann ist das so. Und festgebackt. Ja, der hängt fest. Obwohl Laser konnte der die ganze Zeit, stimmt. Aber in den Visions geguckt. Ja, immerhin. Immerhin, das stimmt. Ja, ich komme in letzter Zeit aber auch nicht so viel. Aber ich muss sagen, ich bin echt froh. Es ist gerade eigentlich recht entspannt, weil ich halt weniger streame als sonst. Und somit kann ich halt alles total in Ruhe und entspannt machen. Ja. Und das tut auch gut, muss ich sagen. Aha. Ah, das war nur mit dem Gleiten, ne? Ja, so wie ich das Spiel gerade kenne, kann ich bestimmt hier nicht rüber. Na doch. Das ist aber nett. Das haben die aber nett gemacht. So. Ja, was war das denn? Okay. Hallo? Tada. Aua. So, Herr Aquaman. Nein. Also das checke ich auch überhaupt nicht. Dass man dann zwei Fähigkeiten benötigt. Danke. So. Einer noch. Nur noch einer.
Ich hab Angst. Ich sehe keinen Pfeil. Kann jemand noch durch Wände sehen? Außer Superman und Batman? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Rinder. Aha. LexCorps Roboter Prototyp. Wollen wir mal. Aua. Aha. So ein Lümmel. Black Widow gucken. Stimmt, am Freitag, ne? Oder? Oder eine Woche später? Doch, am Freitag müsste das sein. Ja, und weißt du, was auch cool ist? Am Freitag kommt auch Free Guy auf Disney Plus. Da freue ich mich drauf. Na, müsste eigentlich hinkommen, ne? War das nicht irgendwie 3. Oktober oder so? Ach. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine 3. Oktober. Ja, das ist aber ein Sonntag. Hm. Ja, entweder 1. Oktober oder 8. Oktober. Also ich weiß, auf dem 8. Oktober kommt auf jeden Fall... jetzt habe ich gar nicht gesehen, was hier gemacht wurde. Da gucke ich auf jeden Fall... kann ich auf jeden Fall Metroid Dread spielen. Kann ich irgendwie schneller mit irgendwas? Oh, ich sehe der Flash. Okay. Übernächsten Freitag. Ja, schade. An dem Tag habe ich gar keine Zeit. Aber mal sehen. Oh Gott. So, wir haben aber alles. Zurück. Sprechen Level beenden. Juhu! Oh. Ja, ich muss sagen, ich glaube, der Film interessiert mich wirklich am allerwenigsten. Aber mal gucken, wie der wird. Aber den gibt es schon auf Blu-ray. Den haben schon ganz, ganz viele in ihrer Sammlung stehen. Habe ich ganz viele Videos gesehen. Ob seit dieser oder letzter Woche gibt es den. Ja. Ich sehe da jetzt nicht so den Anreiz drin, so viel Geld zu bezahlen. Für einen Film, den ich sowieso nicht auf Blu-ray gucke. Ja, also ich werde mir angucken, aber ich guck mal. Vielleicht gucke ich den auch am Freitagabend. Aber muss ich erstmal gucken, wie das aussieht halt mit Metroid, ne? Prioritäten bewahren.